Präsentiert von webpodcast.de, Ihr Profi-Cast für Webdesign und Entwicklung. Textfelder lassen sich in Flash CS5 sehr einfach in mehrere Spalten einteilen. Mit wenigen Klicks regeln Sie auch den Spaltenabstand, wie Sie vom Autor erfahren. Eine der wichtigsten Funktionen des Textlayout-Frameworks ist die Anzeige und Erzeugung von mehrspaltigem Text. Das hat man in Flash schon lange vermisst. Der Einsatz geht ganz einfach. Ich starte hier links oben mit einem Textfeld und ziehe es auf, in dem Fall über zwei Spalten. Anschließend hole ich mir ein wenig Text und kopiere diesen Text hier hinein. Sie sehen nun, die Anzeige ist erst einmal einspaltig. Im nächsten Schritt gehe ich in Container und Fluss und dort auf Spalten. Hier wählen Sie die Menge an Spalten, die angezeigt werden. Ich starte mal mit zwei Spalten und Sie sehen, der Text verteilt sich nun auf diese zwei Spalten. Natürlich sind hier auch mehr Spalten möglich, drei Spalten und so weiter und so fort. Sie finden hier die Anpassung, wie viel Pixel zwischen den Spalten stehen. In unserem Fall sind das 10 Pixel. Dann ist der Text sozusagen bündig jeweils an den Spalten orientiert. Sie können aber auch den Abstand natürlich etwas erhöhen und auf 20 Pixel gehen, damit das Ganze innerhalb der Box besser aussieht. Zusätzlich lässt sich die Anzeige bei der Mehrspaltigkeit auch über die Zellauffüllung entsprechend steuern. Das heißt, ich kann hier links und rechts, oben und unten jeweils Abstände einfügen. Dann beispielsweise in der Mitte den Abstand noch etwas erhöhen und schon habe ich eine andere Anordnung. Das Praktische an der Mehrspaltigkeit ist, dass Sie sie jederzeit wechseln können. Das heißt, das geht hier direkt in unserem Eigenschafteninspektor. Das funktioniert aber genauso auch direkt per ActionScript. Sie haben also hier eine flexible Methode, Mehrspaltigkeit einzusetzen.